Hallo, Kuckuck, herzlich willkommen beim Make-up-Coach. Heute gibt es wieder was Neues. Ja, alle Braun-Fans werden jetzt jubeln. Denn es gibt nicht nur einen neuen Smokeliner, sondern auch noch eine neue Brightliner-Farbe. Und beides in Kombination, was super zusammenpasst. Und dann noch ein klitzekleines Sahnehäubchen obendrauf. Also was ist in diesem Beutel drin? Gratis Doppelapplikator und gratis Drachenschimmer. Das ist das große Kino aus der Mamako-Box. Haben wir jetzt mal in ganz klein abgefüllt, sodass du das aufschrauben kannst. Und das werden wir gleich zusammen auftragen. Erstmal, tötö, ich liebe die Smokeliner, du vielleicht auch. Und ich bin froh um jede Farbe, die dazukommt. Ich habe sie dir hier schon geswatcht, wie immer, wischfest. Und es sind so, man kann es so ohne zusätzliches Licht schon sehen, kleine goldene Glitzerpartikelchen drin. Und das ist die Farbe Sparkle Brown von den Brightlinern, auch mit kleinen Goldpartikelchen. Beides schon etwas anders, also unterschiedlich im Auftragen und trotzdem kombiniert sich das wunderschön. Das sind zwei Farben, die passen immer und ich habe es bei mir schon mal so ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich mit dem Smokeliner, der heißt übrigens Honigbraun, einfach mal hier so am Wimpernrand lang richtig dick und fett und mit dem Finger schnell ein wenig verteilt, Wimpern getuscht, einmal hier unten, fertig ist das Augen-Make-up. Wahnsinn, oder? Und es hat so einen schönen Schimmer. Man könnte auch jetzt ein Glow sagen, aber Glow ist eher ein Glanz. Und das jetzt hier, das glitzert, weil der große Unterschied zwischen Glanz und Glitzer ist, alles, was glänzt am Auge, macht knittrig und somit auch älter aussehend. Die Dinge, die aber am Auge brillieren, die schön glitzern, die tanzen in der Sonne und im Scheinwerferlicht und unter Halogenscheinwerfern, auch im Kerzenschein, das verspielt so die kleinen Fältchen und es sieht viel, viel frischer aus in der Hautstruktur. Deswegen Glitzer kann ich dir in fortgeschrittenem Alter absolut empfehlen. Glanz auf gar keinen Fall am Auge, never ever. Sondern bei mir bekommst du diese schönen Glitzerpartikelchen, die dich jünger und frischer aussehen lassen. Also an dem einen Auge, wie gesagt, Honigbraun. Bisschen in die Lidfalte rein, verwischt, fertig. Am anderen Auge habe ich dann dieses Sparkle Braun. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich es nicht falsch sage. Es heißt BS, also Brown Sparkle. Wir müssen mal gucken mit den Abkürzungen, das soll sich ja nicht doppeln. Und dieses BS Brown Sparkle hatten wir noch nicht. Das trägst du einfach so auf. Das ist jetzt ein bisschen weicher. Also wenn du sagst, boah, da kommt aber kaum Farbe ab, dann ist das so gewollt, weil es soll direkt diffus aufs Auge aufgetragen werden und nicht irgendwie so wuff und dann weißt du vorne und hinten nicht, wie du mit der Farbe klarkommst. Das ist also so ein rauchiges Braun, aber eben mit diesen schönen, munteren, kleinen Glitzerpartikelchen. Für alle, die sagen, oh, ich will aber kein Glitzer im Auge, musst du auch nicht, dann greifst du auf die Farben von Augen und Braue zurück. Das sind im Prinzip auch Brightliner, aber eben ohne Glitzer, weil Bright heißt ja, ne, glitzern. Und Augen und Braue haben diese Glitzerpartikelchen nicht. Ja, und dann mit der Spitze hier unten lang und auch fertig. So einfach kann es sein. Natürlich kann man auch beides miteinander kombinieren. Habe ich jetzt, wie gesagt, getrennt aufgetragen. Aber selbstverständlich kannst du dann auch hier einfach dann nochmal so, nur so am Wimpernrand entlang. Und wenn du dann einen Spaziergang machst und die Sonne scheint, oh, dann, ein Traum. Du würdest am liebsten nur noch mit Handspiegel laufen, weil das schimmert oder glitzert dann so geheimnisvoll zwischen den Wimpern durch. Jetzt habe ich dann noch eben was gemacht, da bin ich spontan drauf gekommen, das wage ich dir gar nicht zu erzählen, weil da fürchte ich, könnten Unfälle mit passieren. Ich habe ganz zart, auch wirklich schon ganz zart, meine Lippenkontur damit gemalt, weil ich hasse braunen Konturenstift.
Aber da der so viel Glitzer, braun, golden Glitzer hat, so ein bisschen dann verteilt. Jetzt glitzert das ganz leicht am Rand. Und dann bin ich mit Naki Dye drüber. Einfach mit Naki Dye dann drüber. So. Das ist ja ein ganz zart pigmentierter Lippenstift, der eher wie ein farbiger Pflegestift auf den Lippen wirkt. Das macht das Ganze schön geschmeidig und hat dann diesen leichten goldbraunen Rand. Aber bitte wirklich, wenn du das machst, nur ganz, ganz zart. Bitte, bitte, bitte. Also jetzt nicht so dick auftragen. Nein, wenn dann nur so ganz hauchfein die Haut damit berühren. Direkt ein bisschen mit dem Finger verteilen und dann den Lippenstift drauf. Kann man auch machen, war so ein spontaner Einfall. Ich würde ihn aber nicht als Lippenkonturenstift ausloben. Nein, 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 das ist er nicht. Der ist für unsere schönen Strahleaugen gedacht. So, und dann gibt es ja nicht nur den Doppelapplikator in diesem Set gratis, sondern tatsächlich auch die Kappe mit dem Drachenschimmer. Übrigens, wenn ich hier dieses Set nochmal so nehme, hier habe ich das ja schon montiert, zeige ich dir mal was zu diesem kleinen Gefäß mit dem Drachenschimmer. Das ist nur zur Hälfte voll und das ist auch richtig so. Denn wenn wir das voll machen bis oben hin und du gehst dann so mit Schwung mit deinem Applikator wuff da rein, dann staubt das raus und du bist nicht gerade frohgesinnt auf die Firma Make-up Coach, weil du sagst, boah, was denn das für ein Mist? Jetzt ist hier alles voll. Nein, es ist deshalb nur halb voll, damit der Applikator dann hier auch noch Platz hat. Und so kannst du dann auch hier noch so ein bisschen schütteln und den tragen wir jetzt auf. Also Drachenschimmer, großes Kino, gibt es noch nicht einzeln zu kaufen. Das, was in dem Mama-Kurs-Set drin war. Und wenn du jetzt zum Beispiel, so wie ich, das Brown Sparkle großzügig aufs ganze Augenlid aufgetragen hast, dann gehst du jetzt hier in der Mitte so ein bisschen drüber mit dem Drachenschimmer, nur so ganz zart antupfen und verteilst das entweder mit dem Finger oder mit dem Pinsel großes Kino. Großes Kino haben wir hier, ne? Damit könntest du es dann auch noch mal so ein bisschen verteilen oder wie gesagt mit dem Finger einfach. Oder du machst Drachenschimmer nur hier so ganz zart hin. Bitte achte darauf, dass nicht zu viel von diesem losen Farbmaterial an dem Applikator ist, weil viel würde dann eventuell nur runterfallen. Du nimmst nur ein ganz kleines bisschen, das was halt gerade so an dem Moosgummi haften bleibt. Ja, und das macht einfach schöne, strahlende Rehaugen. Romantisch, ne? Übrigens diese leere Kappe, ne? Weil der Applikator kommt ja mit zwei leeren Kappen. Diese leeren Kappen, die schmeißt du bitte nicht weg. Auch nicht den Stöpsel, der auf der Farbpatrone ist. Du machst das zu, legst zur Seite, weil vielleicht möchtest du ja auch irgendwas mal da drin abfüllen. Einen Glitzer oder vielleicht einen Restlidschatten, den du zu Pulver zermalst, zerdrückst mit dem Löffelchen und füllst hier rein, so dass du das mit dem Applikator dann später mal auftragen kannst. Also die Dinger hier nicht wegschmeißen, die sind ganz, ganz wichtig. So, und das ist ein Set bei uns, wie immer schön im Organza-Beutel verpackt, also auch zum Verschenken sehr, sehr schön. Ach, neue Farben, ne? Ich weiß, ihr seid da fast genauso glücklich wie ich, weil oh, ich liebe diese Dinger und ne, die halten ja und halten und halten. Oh. Und braun ist gar nicht so unbedingt eine Michaela-Farbe, aber ich habe mich jetzt gerade nochmal in diese Farbe verliebt. Also einmal, als ich die Test getragen habe, weil jede Farbe wird natürlich erstmal wochenlang von mir getestet, ob die auch hält und wie die sich anfühlt, wie sich auftragen lässt. Und dann habe ich die bestellt und dann dauert das ja im Moment wirklich Monate, bis man die Dinge bekommt. Und in der Zwischenzeit habe ich es schon wieder so ein bisschen vergessen, weil ich wieder andere Sachen probiert habe. Aber jetzt gerade, als ich es aufgetragen habe, habe ich gedacht, boah, Michaela, das ist aber schön. Wir gucken mal mit der IKEA-Sonne, die uns so furchtbar gelbes Licht liefert. Aber man sieht dann noch mal, wie schön das glitzert. Und wenn du genau so eine Glitzerelse bist wie ich, ho, dann wirst du jetzt zugreifen, weil, ne? Zwei Sachen gratis. Der Doppelapplikator und die Patrone mit dem Drachenschimmer.
den du so überhaupt noch gar nicht kaufen kannst. Ja, schöner Zwischenbericht, oder? Weil wir haben ja jetzt mitten im Monat und normalerweise haben wir das ja immer Ende des Monats. Aber Ende des Monats kommt da noch was anderes. Darfst du dich auch drauf freuen. Aber jetzt erstmal, ne? Wenn du braun liebst, dann das jetzt. Und mit dem Lippenkonturgel. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt. Probier das aus, aber bitte, bitte keinen braunen Rand so, ne, wie, nein, ich sag's jetzt nicht, nicht machen. Aber so ein kleines bisschen und dann Goldglitzer und Nucky Dye drauf, das ist erlaubt. Winke, winke, braun, 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 Sparkle braun und Honig braun. Ja.